Umgeben von Wald, Wiesen und Quellen liegt im idyllischen Weitental ein Naturschutzzentrum. Dieses wurde bereits im Jahr 1977 errichtet und setzt sich seitdem für gefährdete Wildtiere ein. Wir hier oben sind eigentlich Auffangstation für Eulen und Greifvögeln, machen aber auch Artenschutzprogramme, Projekte, ja, kriegen verletzte Tiere rauf und wir schauen so gut wie möglich, dass wir die wieder auswildern können. Passiert alles bei uns hier oben. Wir machen Schulungen für Schulklassen und Jugendliche. Wir machen Führungen und bringen halt den Leuten bei, wie schön es ist, in der Natur zu sein. Das Herzstück des Naturschutzzentrums ist ganz klar die Auffang- und Pflegestation. Zurzeit sind hier insgesamt über 70 Tiere zu Hause, einige davon auch als sogenannte Dauergäste. Wir haben durchschnittlich, jetzt sind es 42 Dauergäste. Das sind Vögel, die wir nicht mehr ausbilden können, aufgrund alter Verletzungen oder Fehlprägung zum Beispiel. Dann haben wir seit November 78 Tiere aufgenommen. Davon sind zum Beispiel die jungen Waldkäuze alle schon wieder ausgewildert worden. Das waren 14 Stück, alle fit und wieder draußen. Leider gelten immer mehr heimische Wildtiere als gefährdet. Das Naturschutzzentrum Bruck setzt sich deshalb besonders für den Artenschutz ein und ist auch Teil des Projektes Habichtscouts in der Steiermark. Wir wollen, dass zum Beispiel bei uns die Habichtskäuze wieder in freier Natur leben können. Das ist eben ein Artenschutzprojekt mit den Hohen Tauern und da sind wir involviert. Wir hatten auch heuer zwei Jungtiere, zwei männliche Jungtiere und die sind jetzt schon abgeholt worden und sind ja wahrscheinlich schon in Freiheit oder werden gerade dazu trainiert. Während den Öffnungszeiten kann man das Naturschutzzentrum auch besuchen kommen und die Vögel beobachten. Und wer selbst ein verletztes Wildtier findet, kann sich jederzeit im Naturschutzzentrum melden.